Ich bin jetzt wieder hier am Hauptbahnhof angelangt und hatte jetzt hier Busse. Sorry für diese Unterbrechung in Verweisung. Ich wollte noch mehr spotten, aber irgendwie hat mein Akku wieder ein Problem. Wie meine Powerbank. Und dann ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Aber kann man den Punkt noch sehen? Nee. Wir gehen da rüber. Und den Bus nehmen wir noch so mit, dass ihr einen modernen Mercedes-Benz Citaro C2 Solo auf der Regenbuslinie 930. Da ist der Turm. Der ist jetzt heute in Form in den Farben einer Rakete beleuchtet. Das ist so spezial. Eine Spezialbeleuchtung, die so Stadt, wir können dann so eben individuell einstellen, denn der Turm gehört ja den so Stadtwerken. Und die Stadtwerke gehören ja auch schon zum TVV-Konzern. Und zum TVV-Konzern gehören neben der Stadtwerke auch die DVG, Disco, Octeo und so weiter und etc. Aber von dort haben wir auch den Turm sehen. Und jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Es kommen noch mehr Busse, aber alle dieselben, nämlich Mercedes-Benz Citaro C2, diesmal nur einmal das Gelenk. Das ist ein Solo. Also sehr schön beleuchteter Turm da hinten im Hintergrund. Das ist ja so ein Stadtwehrturm, wie bereits schon gesagt. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Und noch ein Hinweis. Leider werde ich es nicht so schaffen, diese Videos, die ich ja vor wenigen Wochen gemacht habe, das hier so hochzuladen. Zum Beispiel von der Regobahn oder auch von dem ÖPNV in so Duisburg-Kalhaus und Kreuz an der Grenze zu Fennikel und auch in Mörskapenz. In Kapellen selbst, als ein MRN9 City. So um die so 5 Jahre alt ist der Bus. Als ein MRN City immer noch, der ist wo. Und ich bin das Video jetzt hier.